Ja, servus und hallo zusammen. Willkommen zurück hier mit den furchtbaren, frostigen Abenteurern. Den Luschen, die es in den Dschungel geschafft haben. Wir begrüßen wie über den Alten hier in Outward. Servus, Aldi. Howdy. Aber es ist Sumpf, nicht der Dschungel. Also ja, Sumpf und Dschungel ist ja das Gleiche. Echt? Ja klar, das kann man schon mal verwechseln. So wie du deinen mit meinem Rucksack verwechselt hast in der letzten Folge, was zu dem Ergebnis geführt hat, das wir jetzt vor uns haben. Ja, ich hab nichts mehr. Er hat nichts mehr. Außer seinen überdimensionierten Nasenbohrer. Hier, den er hier, weg da. Gib mir deinen Rucksack. Gib mir deinen Rucksack. Nein. Gewehr. Ich stelle mich zu, wie heißt der Kleiner? Die Eliette oder Oliette oder irgendwas aus. Der hat einen Rucksack hier, verprügelt ihn mal. Wanja. Gewehr. So großer Ding. Wie du hast, oder? Nein, nicht ganz. Na, nicht ganz, nee. Die kleine Oliette. Naja. Du verlierst dein Sexappeal, Alter. Ich glaube, die will nicht deinen riesen Kampfstab hier sehen. Die liest lieber in ihrem Buch, ne? Hm. Und sie war auch nicht sehr beeindruckt von deiner Frostmagie. Ja, auch nicht, ne? Ohne jetzt lästern zu wollen, ne? Na gut, aber wer über sich so eine Lampe schweben hat, was das ist? Das ist das Licht einfach. Die erleuchtete. Die hat schon ein bisschen mehr drauf an Magie als ich. Glaube ich auch, da kommst du mit deinem zarten kleinen Flämmchen nicht an, ne? Was ein Zünsler hier, Brandstifter, die werden uns noch rausschmeißen, Aldi. So, wo sind wir? Achso, wir müssen nach Süden, ne, zu den heiligen Sümpfen. Da müssen wir hin. Ja. Also hol mal deinen Rucksack, auf geht's. Wir werden kläglich scheitern. Das ist aber schon beim Tod, ey, über die ganze Karte teleportiert zu werden, das ist schon hart. Das ist schon hart, ja, definitiv. Aber so ist es halt, ne? Das Schlimme ist, ich weiß auch nicht mehr, wo er war. Ich glaube ungefähr schon noch, aber der wird, meine ich, wenn du nah genug dran bist, wird er wohl auch angezeigt auf der Karte, meine ich. Okay. Also im Kompass oben und so. Aber du musst halt nah genug dran sein. Also ich werde ihn vermutlich nicht sehen. Aber du schon, schauen wir noch auf die Karte. Also wir sind ganz oben in Monsun. Wir müssten jetzt die Straße nach Osten, über die Brücke, da dann Süden halten und immer weiter Süden, Süden, Süden und irgendwann da müssten wir drauf treffen. Also falls wir überhaupt bis zur Brücke kommen. Aber das sehen wir ja dann. Gibt ja kein Teleportsystem. Gibt es bestimmt, aber wir kennen es nicht. Auf geht's, Aldi. Wingardium Leviosa, na, das war was anderes, genau. Wir halten uns auch nicht groß auf hier, gell? War das irgendeine Anspielung? Ich halte mich nie auf. Gut, gut. Oder, naja, vielleicht ein bisschen. Und was machen wir, wenn böse Typen kommen? Ja, mich aufhalten. Okay. So, das sind schon böse Typen da drüben, schau mal. Tatsächlich, ja. Wieso war das klar? Wieso war das klar? Meinst du, wir sollten beim letzten Mal auf die Mütze gekriegt? Auf der anderen Seite, was soll uns jetzt passieren, ne? Links umschleichen? Oder wenn ich mit dem Bogen mal drauf zimmer? Die Zimmer ist nirgendwo drauf. Ich hab das nicht gesehen, ne? Jetzt kommen sie, verdammt. Ich glaube, die haben uns gesehen. Sollen wir wirklich nicht drauf zimmern? Nee. Wo ist dein Mut, du Abenteuer, lustiger Abenteurer? Jetzt kommen sie gleich. Der liegt in meinem Rucksack. Sie kommen. Wir müssen draufhauen, glaube ich. Ja, gut. Wo ist mein Knüppel hier? Knüppel aus dem Sack. Zack, zack, zack. Und Dübel und Dübel. Der nimmt doch keinen Schaden. So, zack, jetzt pass auf. Jawohl, Alter. Komm mal, Hut hoch auf den. Der ist kaputt. Der ist kaputt. Der Alte ist auch kaputt. Oh shit, was machst du, Alter? Warum denn? Boah, ich bin auch gleich kaputt, Alter. Ich hab keine Ausdauer mehr. Nimm einen Heilungstrank. Hab ich nicht. Oh, wie Gott, man kann Heilungstrank. Ja, weiß ich nicht. Ich hab keinen Verkehr. Geh weg. Und da ist er. Nee, doch nicht. Ja, was hast du denn gedacht? Na komm, Burle, komm zu Papa. Ja, voll daneben gehauen, ey, mein Gott. Oh. Aua, aua.
Boah, der mit seinem dicken Dinge da hier. Ja. Ist auch nicht gerade von schlechten Eltern. Aber ich muss erst Ausdauer ziehen. Soll der sich ein bisschen verausgaben? Oh! Ja, genau, so wie du gerade. Ja, ich habe gedacht, ich regeneriere mal kurz. Ich lege mich da mal hin. Das ist aber ein tolles Loch in die Luft geschlagen. Ja, ich habe ihn erwischt, aber er mich auch. Das war das Problem und er hatte mehr Leben als ich. Bitte lass uns in Monsun sein. Wo sind wir? Ja. Nee. Doch, wir sind in Monsun, Gott sei Dank. Doch. Oh, hier ist ein Rucksack, meiner. Hey, das ist ja meiner. Ach, schön, ist das schön. Ah. Wo ist deiner? Den hast du auf dem Rücken. Mhm, genau. Ich bin schon wieder kaputt. Ich auch. Ich glaube, wir müssen nochmal schlagen. Was, schon wieder Geld ausgeben? Bist du wahnsinnig? Boah, Alter, was? Oh, das ist nicht der Ernst, oder? Ja, wir müssen ja raus, ne? Ja, da war irgendwas. Wir müssen nochmal pennen. Draußen. Das ist doch in der Stadt drin, ja. Wir sind in der Stadt, ja. Achso, Moment, hier ist ja da schon wieder die Dingens, die mit dem Leuchtedingens. Wieso habe ich so ein kleines Déjà-vu? Mensch, Uliel, als wir das letzte Mal hier waren, ging es uns besser. Heil uns doch mal. Wo war denn hier das Ausruhdingens? Ich glaube, weiter hinten. Da oben auf dem Berg, meine ich. Ach ja, da stimmt. Oh, rechts. Genau, rechts. Ja. Irgendwo hier rechts. Ne, hier nicht. Hier, genau. Ja, wir haben ja bezahlt, ne? Vielleicht dürfen wir nochmal. Das ist ja toll. Also, nochmal eine Runde Ratzen, meine ich. Wir haben was vergessen. Was denn? Nein, ich meine, wir wollen ja nochmal pennen. Wir haben was auf dem Zimmer vergessen, wollte ich sagen. Ne, jetzt tun wir es zu. Ah, nö. Sag bloß, die Alte will nochmal Geld haben. Vergiss es. Niet. Pass auf, ich baue draußen unser Zelt auf, dann pennen wir im Zelt. Das sehe ich ja gar nicht ein, dass ich ja nochmal Schweinegeld ausgebe. Wofür denn? Sorry, bin ich geizig. Ich habe euch Schlafsack, ne? Ja, aber wenn wir im Zelt schlafen, gibt es, glaube ich, einen Bonus. Ich habe irgendeinen dummen Buff drauf. Was ist denn das? Verdammt. Ach, Schmerz. Ja, das ist okay, das verstehe ich. Ne? Wenn er sich da mit seinem großen Knüppel wegdübelt, das tut dann schon mal weh. Der Herzschmerz. Wahrscheinlich. Über meinen verlorenen Rucksack. Ja, das natürlich auch. Ich leide hier mal schon am Ausgang, Aldi. Da liegt auch mein Mut drin im Rucksack. Wahrscheinlich, ja. Der Klaus wird sich die Hände vors Gesicht schlagen und sagen, diese zwei Luschen hier, ne? Die zwei Luschen im Heiligen Sumpf, die können gar nichts, die Burschen. Ja. Die können nichts außer sterben. Und wo war der Depp, der Gap meine ich eigentlich? Wer? Der Gap, der immer seinen Zaubertrunk da... Stimmt. Der hat ja mal voll versagt, finde ich, oder? Findest du denn da auch? Da schon mal hier. War so ein geiles Zelt, Wahnsinn, oder? So, pass auf, da penne ich jetzt. Kannst du dich auch reinlegen? Nee, ist belegt. Ach scheiße, also es kann nur einer, oder was? Oh. Okay, dann musst du Schlafsack nehmen. Ich hab ja keinen. Ach verdammt, da stimmt ja. Moment. Musst du Schlafsack nehmen? Ja, dann penn du im Zelt, dann penne ich im Schlafsack. Kannst du pennen? Ja. Gut, dann leg dich hin. Bin ja gar nicht so, ne? Ja, da könig ich schlecht immer im Zelt. Ne? Wer? Gut. Weiter geht's. Hinterhalt. Oh, jetzt müssen wir noch Wache halten, ja. Also, ja. Wie viele Stunden hast du Wache? 3. Mach mal 2. So, dann haben wir noch 12% Hinterhalt und dann machen noch irgendwas anderes. Das können wir, glaube ich, das Risiko können wir eingehen. Einmal reparieren brauche ich nicht, hier schlafe ich. Guten Abend. Bei unserem Glück kommen wahrscheinlich gleich die Banditen und hauen uns. Ja. Ah, okay, wir hatten Glück, Indiana Jones sitzt am Lagerfeuer. Was für ein Glück. Aber ich hast auch Indiana Jones? Ja. Hey, cool. Hey Jonesy, der Fleischeintopf ist verfault, verdammt, ja. Gib mir mal bitte einen von deinen Wasserflaschen. Also, sag mal, jetzt geht's aber los hier. Ich hab nix.
Du bist nur am Jammern, Alter, echt? Schau mal, hier ist doch viel Wasser da drüben. Schau mal, da ist ganz viel Wasser. Unterstütze mich gefälligst. Unterstütze mich? Ach Gott. Da, viel Spaß. Wo ist mein verfaultes Essen? Danke. Ach, das ist einfach so verfault. Das ist einfach weg, oder was tatsächlich? Muss ich mal schauen. Müssen wir irgendwas essen, Aldi? Ich habe noch keinen Hunger. Mhm, okay. Ich schau gerade, so, irgendwas Altes. Ich esse so eine alte Stulle mal. Wo ist das? Essen. Bin ich bei 77%. Jo. Eine Stulle kannst du auch mal nehmen. Bevor sie verschimmelt. Da, hier, nimm deine Stulle. Mahlzeit. 89. Jetzt looten wir den Typen, den wir umgehauen haben. Wen? Na, einen von den beiden Typen haben wir umgehauen. Achso, stimmt ja. Bist du schon wieder fit eigentlich? Ich bin total fit und so. Dick hoch. Ah, sehr gut. Bin fit wie ein Turnschuh. Los, den haben wir weg, der jetzt da noch alleine rumsteht. Ja, der hat uns gehauen, der Sack. Naja, jetzt kommen wir noch dritte Tone. Gut, da ist er. Ja, auf ihn, die Sau. So, jetzt kommen wir ja. Pass auf, Burle. Komm, komm. Warte mal kurz, ich probier mal was. Tja, was Wort ist denn? Alter Brandstifter. Alter, guck da. Bursche. Zack. 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 Und. Dübel. Ah, da liegt am Boden, jawohl. Schön drauf auf die Murmel hier. Da komm, stirb. Hui. Oh. Da ist er kaputt. Alter, du bist so gut, Mensch. Ich bin so gut. Du bist so gut. Eisenaxt. Übergewicht. Kann man hier ein Reiseproviant. Ah, ein Reiseproviant. Sehr gut. Falle brauche ich nicht. Pfeil nehme ich auch mal mit. Ja, hieß es ja auch, wir sollen mehr Fallen benutzen und so. Ja. Klaus hat das, glaube ich, geschrieben, ne? Was ist der hier? Was ist so ein Eisenhämmerchen hier? Nehme ich mal. Was ist das für einer? Der Pilzriegel ist nicht gut, ne? Und das Leintuch? Ja, das kann man schon mal nehmen, oder? Zu ja, ich sag übergewichtig. Nehm mal die Pfeile hier mit. Ah, ja, ich muss einmal so sein. Stahlschild, das klingt auch sehr schwer. Stolperfalle, so, nimm mal alles mit hier. Stahlschild. Haltbarkeit 125, Schlagfestigkeit, glaube ich, 15 oder so, was das heißen soll. Das hält mehr aus als mein Turmschild und ist auch deutlich leichter. Dann schmeiße ich das Turmschild, mache ich dann kaputt. Ach, warum sind die Verbände hier so schwer? Ach nee, die Pfeile. Ja, abwerfen. Was ist mit deinem Verband, Entschuldigung? Nee, ich habe nur ein paar Pfeile weggeschmissen. Mal kurz was gucken hier. Nee, das mache ich nicht kaputt. Ich glaube, das hebe ich mir auf, dass ich mal verkaufen kann, den Scheiß hier. Wo ist denn mein dicker Knüppel eigentlich hin? Da. 7 Kilo wiegt der Bäh. Ist noch ein Feuerstein übrig? Ja. Ich habe da einen. Brauchst du einen? Ja. Weil dann könnte ich nämlich beim nächsten Gegner einen Kreis auf dem Boden zaubern, wenn ich das richtig verstanden habe, und dann. Und dann? Was kannst du dann? Erzeugt einen magischen Kreis auf dem Boden. Innerhalb dieses Kreises verfügen bestimmte Fähigkeiten über zusätzliche Effekte. Das klingt gut. Meinst du, du bist dann voll der Feuerzinsler und was? Ja, aber ja, wäre ja vielleicht nicht verkehrt. Das klingt nicht schlecht, ja. Eisenhammer. Ne, ich bleib auch mal bei dem hier. Okay, ja, so. Jetzt müssen wir. Moment, wo sind wir jetzt? Immer nach Osten. Wir müssen nach Osten, ne? Genau, nach Osten. Meinst du, da oben gibt's was zu looten? Ach, egal, wir wollen deinen Rucksack. Ja. Ist das hier? Hier geht's nach Osten weiter, hier. Für ein Konstrukt. Glaube ich mal, dass das hier. Oder sind wir da schon nach Osten? Ja, doch, wir sind ja nach Osten. Ach, das ist der Wachturm, das sind schon die nächsten Deppen. Das ist meistens so am Wachturm, dass da so Volldeppen sind. Aber. Hinter uns ist auch schon wieder einer. Ach komm, das gibt's doch gar nicht. Okay, dann müssen wir uns dran vorbeischleichen, Alter. Komm, Achtung, wir schleichen uns. Mit C muss man schleichen, ja, gell? Schon.
Nicht hier rechts runterschleichen, wenn es geht. Nicht runter, nicht reinfallen, ja. Wann sind wir das letzte Mal nur reingefallen? Aldi. Noch nie. Hua, Vorsicht. Hua. Ich falle runter. Mach's gut, tschüss. Reich mir die Hand. Deine Dornenkeule macht mir Angst. Da ist wieder so ein fieses, gemeines Vieh, mit dem alles angefangen hat. Die kann ich hier auch reichen. Wen? Die Dornenkeule? Nein, nein, die will ich nicht. Nein, nein, nein. Nein, vergiss es. Ich sag nichts. Ich wollte gerade was vorschlagen, aber es ist... Ja, immerhin sind wir schon mal an der Brücke. Ist keine gute Idee, wenn ich was vorschlage. Scheiße, das blöde Viech kommt. Wir müssen weg. Er pullt alles, was es gibt. Nein, nein, das war nicht ich. Du bist vorausgerannt. Ich gebe dir die Schuld. Du warst aber näher dran. Ja, klar. Jetzt ist es weg. Es kommt nicht. Achtung, da sind zwei Spießgesellen, sage ich mal. Zwei freundliche Freunde mit dickem Schild und dicken Waffen. Ah. Vielleicht war es ein bisschen früh, dass wir hierher gegangen sind. Habe ich dir doch gesagt. Ja, jetzt hinterher ist mir immer schlauer. Naja, logisch. Da ist ein Fallen drin und Verbände. Nehme ich mit. Du kannst eh nichts tragen, Alter. Sollen wir mal das mit der Falle ausprobieren? Nein. Also, willst du denn jetzt hier eine Falle stellen? Ja, weiß ich nicht. Irgendwie den herlocken, eine Falle stellen und den dann herlocken und reinlaufen lassen. Ja, das könnte gehen, aber... Ist ja nur einer da drüben. Nee, da sind zwei. Sollen wir es versuchen? Oder gehen wir Rucksack holen? Rucksack, wir wollten uns nicht aufhalten lassen. Ja, echt, dann halt mich mal nicht auf hier ständig. Sind's ja beim nächsten Mal. Sind wir hier richtig? Du bist der Navigationschef, ich kenne mich da nicht aus. Oh, da drüben sind zwei komische Hyänen oder so. Nee, wir sind falsch, wir müssen nämlich nach Süden, oder? Ja, das kann sein. Da kommen zwei. Da kommen zwei. Was soll ich denn machen? Ja, sag irgendwas Schlaues. Da blinkelt was da hinten. Da blinkelt was da hinten. Schnell, die blöde Fallen, wo sind sie? Oh, hier schnell. Komm, steh mal da hin. Ach, scheiße. Nein, das sind wieder diese Irrlichter. Jetzt habe ich die Irrlichter wieder am Hintern. Ah, ein Irrlicht. So, kommt ihr Luschen. Pass auf, da vorne ist eine Stolperfalle, ne? Ich sehe dich. Oh, ich sehe dich auch. Du leuchtest so schön. Warum kann ich jetzt eigentlich den Spruch nicht machen? Ich habe doch... Keine Munition ausgerüstet, bist du doof oder was? Ich hab Munition, du Depp. Ja, zack. Jetzt bin ich überladen, oder ne? Oh. Er hat hier was gebracht, die Falle jetzt. Der ist noch nicht reingelaufen. Er ist gleich tot. Sag mal, wie viel hat denn der gefressen? Das geht ja gar nicht, Mensch. Kann ich dir ganz genau sagen. 10 Pfeile von mir. Und zwei kriegen wir raus und ein dummes Fleisch und einmal Raubtierknochen. Das ist ja ein Witz, oder? Ich kann die sogar wieder... Moment, wie leeren? Ich kann die wieder abbauen. Oder sollen wir den... Komm, wir locken den anderen noch her. Warum bin ich eigentlich? Wieso habe ich den Beutel übergewicht? Ich habe doch gar nichts aufgenommen. Was hat denn der da für einen komischen Zauber dran eigentlich? Wer? Das Viech hat irgendeinen komischen Zauber gemacht. So. Ich glaube, mein Bogen ist total Pillepalle, weil ich mache da keinen Schaden oder fast keinen Schaden an dem Idioten. Okay, jetzt habe ich ihn gerade mal zur Hälfte runter. Ach, komm, wir lassen den mal hinter die Falle. Uah. Ja, das hast du ja prima hingekriegt. Okay, ich kann selber durchlaufen. Hilfe! Alter, dein Einsatz. Oh, der tat weh. Oh, Alter. Boah, der macht mich kaputt. Der ist runtergefallen, der Idiot. Okay. Was für ein Vollidiot. Das mit der Falle, das ist irgendwie bei Tieren, das scheint es nicht. Bei Tieren funktioniert es nicht.
Die sind zu schlau. Aber echt hier, wer ist denn? Wir müssen, glaube ich, den südlichen Weg. Wer ist denn so blöd und fällt auf sowas rein, Mensch? So. Das Vieh ist tot, nee, ne? Das Vieh, doch, das ist kaputt. Sicher? Ich glaube schon, dass so ein Sturz überlebt er nicht. Hat der Fallschaden gekriegt? Ja, stimmt, da liegt es da unten. Liegt ja, da können wir doch runtergehen, oder? Holen wir uns den. Ja. Es liegt im Wasser. Ich muss mal die Funzel anmachen, ich habe schließlich kein Irrlicht dabei. Oh, der kann's gerne haben. Der Lichtergesindel. Oh, ist das eine schöne Blume hier. Lebkrauti. Na, plündern, zwei Pfeile, bisschen Fleisch, Raubtierknochen, Schuppenleder. Was ist denn ein Lebkrauti? Ich nehme mir mal die Pfeile und den Rest kannst du nehmen. Oh, meine Pfeile steckt da ein, schauen hier da. Das sind meine Pfeile gewesen. Oh, Schuppenleder hat der, was ein Dead, cool. Brauchen wir bestimmt für irgendwas Geiles. Auf jeden Fall. Super, so, wo müssen wir jetzt hin? Wir waren hier also falsch, nach ne? Nach Süden, nee, nach Süden. Jesus, mein Gott. Du mit deinem Lichtergesindel, verdammte Hacke. Die kommen zu mir, Alte. Da kann ich doch nichts dafür, hau ab. Verschwinde von mir. Geh weg, mach die Lampe aus. Aber du musst doch kaputt machen, ne? Ne, ich bin kaputt. Ja, wir können ja... Komm. Ja, was ist jetzt? Tod töten oder nicht? Oh, Mist, der macht mich total kaputt, Aldi. Ja, jetzt kommt der zweite. Hau ab. Ja, ich würde gern. Du musst aus dem Target raus. Ja, habe ich auch schon gemerkt. Raus. Schnell weg. Meine Gesundheit ist kaputt. Tschö. Tschüss, mach's gut, wiederhören. Bin nämlich durstig. Ja, ist das anstrengend hier. Ist das alles anstrengend? Jetzt kommt der, von da drüben. Alter, bist du fit, oder? Naja. Nio, schnell, ich komm wieder zurück. Was? Nee, verschwinde. Versteck dich, Alte. Soll ich da umhauen? Na du, hör auf, du bist eh gleich kaputt. Du bist kaputt, ich hab noch. Du bist kaputt, halt. Komm, wir verstecken uns hier außen rum. Die sind doch dumm wie Brot, die finden uns nie. Ja, so schlau sind wie die Tiere. Ja, die finden uns nie. Wo ist jetzt? Der ist hinterm Stein direkt, ist ja. Der. Hat uns nicht gesehen. Ja, der, mit deinem Lichterkranz ist das ein Wunder eigentlich. Komm, lass uns abhauen. Schnell über die Brücke. Na verdammt. Schau, da drüben sind sie, die Trottel. Ah, ja. Wer hat sie gepult? Du, ne? Du warst es. Okay. Ja, ausnahmsweise war es mal. Ja. Nicht so weit vorrennen, Aldi. Kommst du nicht hinterher? Ah, ich muss ja, ne, erst einmal schnaufen hier. Haben wir irgendwas für die Ausdauer vielleicht? Na, egal. Freund, ich hab doch dumme Bären oder so. Muss schon wieder was trinken, verdammt. So, ich hab keine Bärchen mehr. Egal. Musst du irgendwas essen? Nee, bin bei 91%. Okay, gut. Ah, ist das alles anstrengend. Die machen ganz schön Arbeit, die Burschen. Wieder zwei vorne. Oh. Okay, du mit deinem Irrlicht. Wo gehst du jetzt hin? Ja, unten umgehen. Achso, guter Plan eigentlich. Ich komme auch mal, Achtung. Ich irre auch mal umher. Ja, ist da irgendwas zum Abbauen? Salzkristalle. Wo ist hier? Ah, da was leuchtet. Ja, ich komme.
Das ist ein sehr schönes Bild, du alte Leuchte. Mhm. Dreimal Salz für uns. Die tue ich dann auf die Wunden. Das brennt so schön, hervorragend. Ja, das tue ich lieber auf ein Frühstücksei. Aha, hast du eins? Wenn ich mal eins hab. Siehst du mal? Da waren sie wieder, die Probleme. Die sind links oben. Links oben? Die sind im Norden, am Baum. Siehst du, da steht gerade einer. Ja. Zum Glück sieht dich keiner mit deinem Irrlicht. Ich bin gut, dass ich so unauffällig bin, ey. Aber wirklich, du bist der perfekte Geheimagent irgendwie. Ja, das klingt auch. Kein Mensch sieht dich. Schau mal oben auf dein Radar, ob du schon irgendwie so einen Rucksack siehst oder sowas. Oh, was ist das? Weiß ich nicht, was ist das? Kaputtes Zelt öffnen, was ist hier? Gewürzkäfer und Alchemie, Elixier des Überlebenden. Das klingt gut. Ja, damit. Das ist ja eine super Schriftrolle, die muss man gleich lernen. Mach mal. Jawohl. Die Alchemie gelernt, oder? Jo, hab ich. Jetzt kann ich uns ein Überlebenselixierchen brauen. Vorsicht, davon sind zwei. Ich sehe sie auch, ja. Rechts auch, rechts. Oh. Achtung, Achtung. Moment. Moment. Ah, okay, ist ein Gegner. Oh, ein Bogenschütze, verdammt. Moment, Bogenschützen sind meistens erbärmliche Nahkämpfer. Ja, aber... Da kommt er schon. Das ist schon gepult. Der hat mich gar nicht gesehen. Doch, doch. Los, hau den mal. Ich? Ehrlich, soll ich machen? Ich mach das. Zack, Zug, Zubel, Dübel. Ich bin kaputt. Ja, das sehe ich. Hey Junge, der hält ganz schön was aus. Jetzt hau drauf, komm. Du hast doch so ein Feuerdingens. Ja, vor allem habe ich keinen Atem. Ich glaube, es sieht schlecht aus. Ja. Oh. Der hat dich ganz schön kaputt gemacht. Mhm. Aber ich fürchte, ich sah nicht besser aus. Du mit deinen Ideen, ne? Jetzt bin ich wieder schuld. Du hast gesagt, ja komm, hau doch drauf. Ja, hättest du warten müssen, bis er mich haut? Oh, in Monsun sind wir, so ein Glück. Schon wieder. Alles umsonst, ja. Können wir wieder das Zelt aufspannen, oder Dore. Ich muss gerade irgendwann an den Film und täglich grüßt das Murmeltier denken. Ich bin Bill Murray und du Amy McDowell. Was? Was? Genau. Nee. Also, wir stellen uns einfach... Hast du immer eine runtergehauen? Komm her, Hobby. Trusch. Alter, jetzt blendst du mal im Schlafsack und nicht im Zelt. Nö. Doch, da ist der Schlafsack. Hier, stell mal auf. Wir sind zu doof für das Spiel, irgendwie. Wir sind zu doof für das Spiel. Ich glaub's ja, jetzt. Ja, irgendwas machen wir falsch. Ja? 2 Stunden Pen, 7 Stunden Pen, 2 Stunden Wache. Okay? Ja, 7% Hinterhalt. Jetzt kommt gleich wieder in die Arnold Jones, was 10. Ja, da ist er wieder. Am Lagerfeuer. Rohes Fleisch ist verfault, ist mir scheißegal, Mensch. Zack. Alles einstecken. Ich hab Hunger. Bist nur am Quengeln, ist dir das schon mal aufgefallen? Gib mir Essen. Essen, nee, haben, jetzt. Ja, das kann ich dir nicht geben. Das. Da, da. Das kannst du mir nicht geben. Die abgelegten Sachen. Krabbenaugensamen. Willst du Krabbenaugensamen? Du kriegst sie gerne jederzeit. Will ich nicht, ne. Ja, hab mir gedacht, schau an. Alter, hier ist doof. Hier ist blöd. Wir kriegen nur auf die Mütze.
Ja. Gehen wir zurück nach Ziersol. Lassen wir doch die ganzen Idioten hier. Hey, welch seltener Anblick. Ich bin wieder total fit. Wie geht's dir so? Ja. Unglaublich, ne? Lass uns an der Stelle die heutige Folge beenden. Besser wird's nicht mehr. Wahrscheinlich. Nee. Hier im vertrauten Sonnenuntergang, Aufgang, Aufgang. Bei frischen Temperaturen und fröstelndem Alten sagen wir vielen Dank fürs Dabeisein bei Outward. Die zwei Amateurabenteurer verabschieden sich und hoffen, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann. Bis neulich.